Moment, hallo und willkommen zurück zu Faircrofts Antiques Treasures of Treffenburg. In Kapitel 12 sind wir angekommen. Und dann schauen wir mal, wo es lang geht. Pierre hat eine antike Vase gefunden, die der ähnelt, die einst freie Frau Harcourt besaß. Hinter diesem wunderschönen Vasen steckt eine Geschichte. Und die Geschichte wollen wir uns mal anhören, beziehungsweise anschauen. Pierre bat mich, mir eine antike Vase anzusehen, die sich in einem schlechten Zustand befindet. Im Kunstmuseum gibt es einige Dokumente, die sie mit Freie Frau Harcourt in Verbindung bringen. Aus den Aufzeichnungen von Max geht hervor, dass die Eltern von Freie Frau Harcourt zwei Vasen besaßen. Pierre erzählte, dass seine Studenten an einer Reproduktion der zerstörten Vase arbeiten, die das Gegenstück darstellen soll. Aber ich sollte mich auf die Vase konzentrieren, die überlebt hat. Vielleicht ist sie der Schlüssel zur Freie Frau Harcourt, ihrem adligen Verehrer und dem geheimnisvollen Künstler. Vielleicht war der geheimnisvolle Künstler ja der Adlige vielleicht sogar. Das wäre zumindest interessant. Schauen wir mal, wir gehen in die Bäckerei. Ich bin hier, um mir den Teller anzusehen, die ich restauriert hatte. Ich will sehen, wie gut sich meine Arbeit macht. Die Vase der Kunstgalerie wird da schon um einiges schwieriger zu restaurieren sein. Außerdem habe ich nicht den Luxus, mit einem breiten, flachen Objekt zu arbeiten, das sich einfach zusammensitzen lässt. Darüber hinaus herrschen in der Bäckerei hohe Temperaturen. Es wird ein guter Test sein, wie gut meine Arbeit Temperaturwechsel verträgt. Okay, Behausung für eine Nachricht. Ein Briefkasten, würde ich sagen, pauschal. Oder ein Brief. Was muss ich mal gucken hier? Da. Ein Brief. Hat eine Tülle. Was ist das hier für eine Aussage? Hat eine Tülle. Was hat denn eine Tülle? Oh je, das fängt ja schon gut an. Eine Tülle. Wo sehe ich jetzt gar nicht? Was hat denn eine Tülle? Was ist denn für eine Aussage? Eine Tülle, ein verpackten Geschenk? Nein, ein Geschenk ist es nicht. Was hat denn eine Tülle? Ich hätte gesagt, dass da irgendwas drumrum ist halt, ne? Oder kannst du irgendwo reinpacken? Das hier? Nein, auch nicht. Das hätte mich auch gewundert. Eine Tülle, was ist das denn? Das fängt ja schon wieder gut an. Hat eine Tülle. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Wieso kommt man auf so eine Umschreibung? Eine Tülle. Ein Becher ist es nicht. Trotzdem mal checken. Der Schwan ist es eigentlich auch nicht. Was hat denn eine Tülle? Tülle. Das da oben, das Ehrensymbol, nein, auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Rose? So, die Blütenblätter, nein, auch nicht. Tja, das ist ja jetzt nicht so toll. Hier ist noch ein Geschenk, interessanterweise. Okay, wir sind hier so viele Geschenke. Da ist ein Geschenk, hier ist ein Geschenk, da ist ein Geschenk. Eine Tülle. Die Tüte. Auch nicht. Eine Tülle. Ich habe keine Ahnung, was eine Tülle haben soll hier. Schmetterling. Mond, ich muss echt alles anklicken, ne? Das ist ja uncool. Der Handschuh auch nicht? Nein. Jemand, Lolli? Hat auch keine Tülle. Was haben wir denn da noch? Das hier auch nicht? Doch, das hat eine Tülle. Echt? Okay. Wieso? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich im Zusammenhang gerade nicht. Das ist schon wieder. Okay, ist auch egal. Er klingt bei der Jagd, das Horn. Hier. Das kriegen wir hin. Rotes Fruchtfleisch. Das ist hier eine Melone. Dreht sich im Kreis, aber läuft gerade. Dreht sich im Kreis, aber läuft gerade. Ein Lolli? Nein. Was dreht sich denn im Kreis und bleibt gerade? Dreht sich im Kreis. Das hier. Auch nicht. Das würde sich drehen, aber nein. Im Kreis drehen. Was dreht sich denn im Kreis? Der Hase? Auch nicht. Dreht sich im Kreis, aber läuft gerade. Das hier? Die Puppe? Nein, auch nicht.
Heute ist aber kein guter Tag, irgendwie stehe ich hier total auf dem Schlauch. Dreht sich, achso, hier das Rad. Ich bin noch doof. Das ist hier hin. Ich gucke hier so die ganze Zeit, wo ist denn hier was? Verströmt einen lieblichen Duft. Eine Blume. Eine Rose. Hat 7 Leben, die Katze. Hat die nicht nur mal 9 Leben? Ist auch egal. Schuh aus Eisen. Der hier. Nein. Ein Schuh aus Eisen. Ach so, ein Huf. Das geht auch. Die Alten machen ihre Arbeit besser. Was zum... Die Alten machen ihre Arbeit besser. Die Alten was? Machen ihre Arbeit besser. Was macht die Arbeit besser? Die Engländer? Der Schraubenschlüssel hier? Nein. Die alten Puppen? Auch nicht. Die alten machen ihre Arbeit besser. Boah, das ist ja verflucht jetzt hier heute. Was ist denn los hier? Ich finde ja gar nichts. Die alten Handschuhe? Das ist so offen gegriffen hier, die Kuckucksuhr? Nein, auch nicht. Das ist so offen gegriffen da, dass da blickt man ja gar nicht durch. Die Alten machen ihre Arbeit besser. Hier, Löffel. Auch nicht. Die Kühe? Auch nicht. Ich glaube, ich habe gleich alles zugeklickt hier, ne? Die Alten machen ihre Arbeit besser. Die alten Kassen? Auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Gitarre? Nope. Die Alten machen ihre Arbeit besser. Besen? Viele Seiten. Okay, das kennen wir. Und heute stehe ich echt auf dem Floor. Was ist denn los? Er glitzert am Firmament, der Mond. Auch nicht? Der Stern? Okay, der Stern. Okay, glitzert. Wer A sagt, muss auch B sagen. Hier. Juhu. Puh, der Teller sieht noch ziemlich gut aus. Man könnte fast davon essen. Na, eine Vase muss ja eigentlich nur neben ihrem Pendant in der Gegend herumstehen und hübsch aussehen. Ich frage mich, ob das auch mit Ophelia passiert ist. Selbst wenn Frauen Geld und Einfluss haben, wird doch von ihnen erwartet, dass sie sich in einer gewissen Art und Weise verhalten und heiraten. Naja, das sind doch alte Ansichtweisen, ne? Würde ich jetzt pauschal mal behaupten. Heute sollte das schon ein bisschen offener sein. War Freifrau Harcourt mit dem Grafen verheiratet? Sie hat Kinder auf die Welt gebracht, aber wir wissen nicht, wen sie letztendlich geheiratet hat. Ich werde herausfinden, was mit dir geschehen ist, Freifrau Harcourt. Du wirst nicht in Vergessenheit geraten. Okay, dann gehen wir mal in die Kunstschule. Ich werde Zubehör brauchen, um die Vase zu restaurieren. Auf in die Vorratskammer. Ja, kann ich ein paar Minuten deine Zeit stehlen? Kannst du mir kurz helfen, mich hier zu orientieren? Diese verfluchte Schule sieht jedes Mal anders aus, wenn ich sie besuche. Hallo Sobrie, ja gerne. Was führt dich denn hierher? Ich sehe manchmal hier vorbei, um Rahmen für Tapeten oder Drucke zu holen, die mir unter die Finger kommen. Hier findet man immer etwas, was thematisch passt. Die Studenten sind viel günstiger als Fachleute und sie sind auch viel motivierter. Ach so, na dann mal sehen. Okay, haben wir jetzt ein bisschen Schilde hier und so? Da ist die Pfütze, die nehmen wir gleich mal mit. Der Schmetterling, der Hut. Der Schmetterling, der ist die Schlange. Die Pfeife liegt hier. Ach, die haben wir. Ne, Moment, das ist eine andere Pfeife. Was? Das ist ja fies. Das ist eine andere Pfeife. Die da ist es. Okay, den Hut brauchen wir noch. Wo liegt der denn? Den hat er auf. Der Schmetterling und die Dose. Die Dose ist gerade nicht zu sehen. Na gut. Ein Feuerzeug. Okay, Feuerzeug könnte ein bisschen schwieriger werden, oder? Konnten wir hier irgendwo reingucken? Leuchtet hier noch irgendwas? Ich sehe jetzt gerade nichts, was leuchtet. Okay. Handschellen. Ich weiß zwar nicht genau, was Handschellen hier zu suchen haben, aber okay. Die Rolle brauchen wir noch. Eine Maske. Die liegt hier oben. Dann ich mal was, was wir hier sofort finden. Eine Bürste liegt hier. Okay, jetzt brauchen wir noch mehr Tiere. Die sind hier.
Schmetterling vielleicht auch irgendwo da drin? Nee, ne? Das wäre auch wieder zu schön, was zu sein. Da sind die Handschellen. Auch nicht schlecht. Interessantes Symbol. Wobei, man kann das halt positiv und negativ ansehen. Sag ich mal so. Okay, den haben wir. Den Globus. Die Dose und das Feuerzeug brauchen wir noch. Die Dose und das Feuerzeug. Das Feuerzeug ist hier. Wo versteckt sich die Dose? Die gute alte Dose. Die gute Pepsi. Wo ist sie denn? Die Getränkedose. Na nun? Können auch natürlich auch andere Getränkedosen sein. Ja, aber ich sehe gerade keine. Wo versteckst du dich, kleine Dose? Hier unten? Nein. Das hätte mich auch gewundert. Wo versteckst du dich? Das ist eine Spraydose. Die sehe ich gerade überhaupt nicht, ne? Konnte man hier irgendwo reingucken? Ne, da konnte man nicht mehr reingucken. Okay. Dann müsste die hier draußen irgendwo sein. Aber die hat so eine komische Farbe. Sicher, dass die hier ist? Da versteckt irgendwo? Ne, auch nicht. Wo ist die letzte Dose? Die hat vielleicht ein anderes Bild oder so? Ne, auch nicht, ne? Das wäre schon ein bisschen krass. Nee, leider auch nicht, ne? Sehe ich zumindest nicht. Boah, ich sehe die nicht. Ist die direkt vor meiner Nase und ich sehe sie wieder nicht? Im Koffer vielleicht. Die darfst du auch nicht mehr aufmachen, okay. Wo könnte die letzte Dose sich verstecken? Blau und rot ist die Dose. Und ich sehe sie einfach nicht. Es ist immer so, das letzte Item ist da irgendwo, wo man es nicht sehen kann. Da oben. Ey, warum darf ich die mitnehmen? Jetzt aber. Danke, Mia. Wenn ich diesen Pierre Ballon das nächste Mal sehe, werde ich ihn bitten, hier Wegweiser aufzustellen. Bist du mit Pierre befreundet? Tja, ihr seid ja beide Kunsthändler. Ich sage dir lieber, dass er mit Kunden handelt. Meine Kunden sind Investoren. Wie läuft's denn, Mia? Du bist sicherlich nicht hier, um die helldunkle Malerei zu erlernen. Nein, sicher nicht. Ich will Vorräte für die Restaurierung einer antiken Vase holen. Prüfe das Ding ja gut, wenn du fertig bist, Mia. Vasen sind so einfach zu fälschen. Das werde ich separieren. Vielen Dank für den Tipp. Okay, wir haben noch einen Tipp mit auf den Weg bekommen und gehen jetzt zum Friedhof. Matthias ist nicht hier. Ich hatte vermutet, dass ich ihn hier treffen würde. Ich habe ihm sogar ein paar Köstlichkeiten aus der Bäckerei mitgebracht. Höchste Zeit, das Grab unseres mysteriösen Freundes zu besuchen, das von unserem geheimnisvollen Künstler geschaffen wurde. Beim letzten Mal hatte ich noch nicht nach Signaturen und Markierungen gesucht. Vielleicht finde ich ja dieses Mal etwas Interessantes, aber anscheinend macht mir der Schnee der letzten Nacht einen Strich durch die Rechnung. Ich muss etwas finden, womit ich hier ein wenig fegen kann. Okay, erstmal mit 4 Leitern können wir nichts fegen. Wo ist die letzte Leiter? Ich habe 3 Leitern gefunden. Ach, da war hier die kleine. Die Kleine, ein Schneefeger. Das ist kein Schneefeger hier, ne? Nein. Der hier. Das ist der Schneefeger. Den brauchen wir, um was wegzufegen. Okay. Mal gucken. Teleskop brauchen wir. Ein Anker. Wo ist denn hier ein Anker? Da oben hängt der Anker. Okay. Eigentlich müssen wir die Sachen ja schnell finden können, weil es hat sich ja nichts geändert. Die Glocke haben wir hier. Aber wenn man mittlerweile wieder was anderes gemacht hat, dann ist es natürlich schwierig. Das Eichhörnchen sitzt hier. 2 Glocken brauchen wir noch. Da ist noch eine. Die letzte Glocke. Wo versteckst du dich denn jetzt wieder? Ich sehe sie gerade wieder nicht. Tischglocke vielleicht? Teleskop ist hier. Die letzte Glocke. Die sehe ich schon wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Es sind nur noch Sachen, die versteckt sind. Also müssen wir hier reingucken. Eine Schildkröte ist da. Okay, konnten wir hier noch irgendwo reingucken? Hier muss noch irgendwas sein. Eine Kiste? Nein. Irgendwas muss hier noch sein, wo wir reingucken können. Wir sind noch 2 Sachen grau. Können wir irgendwas wegfegen? Zusätzlich so wegzufegen. Hier. Da können wir uns angucken. Da ist ein Schwein und ein Greyhound. Was ist denn ein Greyhound? Ein Greyhound.
Der Hund? Jo. Okay, die letzte Glocke brauchen wir noch. Die letzte Glocke ist... Hier geht's nach der Tischglocke hier. Aber ich... Da. Da stand sie doch. Ja, wie hast du dich nur an mir vorbeigeschlichen? Ich habe direkt dort drüben auf dem Hügel gearbeitet. Ich habe meine Lektion gelernt, Matthias. Wenn meine Gedanken so laut sind, dass du sie hören kannst, dann sollte ich wohl etwas leiser denken. Haha, dann ist das wohl meine Schuld. Wie geht es mit deiner Suche voran? Ich sehe mir das Grab von unserem Freund hier an. Es scheint keinen Hinweis auf eine Markierung oder Signatur von der Person zu geben, die diese Grabtafel gefertigt hat. Ich denke nicht, dass du so etwas auf der Tafel finden würdest. Es handelt sich hierbei ja nicht gerade um einen Service, für den man Werbung machen will, oder? Nein, wohl nicht. Oh. Ich habe dir Brot mitgebracht, allerdings ist es nicht mehr warm. Das ist schon in Ordnung, Mia. Vielen Dank. Ich habe zum Ausgleich sehr heißen Kaffee hier. Erzähl mir bei einer leckeren Tasse Kaffee doch mehr von deinem Nachforschungen. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Dann geht's jetzt zum Kunstmuseum. Da bist du ja, Mia. Ich wollte dich ja eigentlich nicht so schnell nach unserer letzten Begegnung wieder belästigen, aber ich dachte mir, dass diese Aufgabe wie für dich gemacht ist. Du weißt doch sicher, dass du mich gebeten hattest, ein Auge nach weiteren Harcourt-Antiquitäten offen zu halten. In den Notizen von Maximilian Wise, die du mir gegeben hattest, wird eine Vase erwähnt, die diese Bedingung erfüllt. Ich erinnere mich darüber, etwas gelesen zu haben. Es sollte eigentlich zwei von ihnen geben. Warum wurden sie nur getrennt? Viele Dinge passieren mit Vasen, Mia. Das sehe ich in der Kunstschule am laufenden Band. Finde Teddybären. Ob ich Teddybären finden kann? Fragen. Okay, wir fangen mal hier an. Teddybär. Noch ein Teddybär, noch ein Teddybär. Noch ein Teddybär. Da ist noch ein Teddybär. Da ist ein Teddybär. Da hängt auch noch einer rum. Okay, jetzt gehen wir langsam die Teddybären aus. Wahrscheinlich sind noch welche versteckt, die ich gerade wieder nicht sehe. Oder so offensichtlich, dass ich sie nicht sehe. Da liegt noch einer rum, der ist zum Beispiel total offensichtlich. Draußen liegt kein Teddybär oder so, ne? Ne, sieht nicht so aus. Zwei Teddybären brauchen wir noch. Da oben liegt noch einer rum, der langweilt sich, okay. Und ein Teddybär fehlt uns noch. Wofür steckst du dich, mein kleiner? Oder großer? Vielleicht so ein großer. Der ist kein Teddybär, das ist ein Corgi oder so, ne? Corgi? Ich bin mir nicht sicher. Ne, ich glaube nicht. Der hat andere Ohren. Tja, wo ist denn der letzte Teddybär? In einem Bild? Auf dem Boden? Es fehlt nur noch ein Teddybär. Wir sind so nah dran. Komm schon, Teddy. Wo bist du? Teddy, lass mich jetzt nicht hängen. Tja. Nicht zu sehen. Da oben ist er nix. Da unten vielleicht. Nichts zu sehen. Das muss wieder so offensichtlich sein oder so unoffensichtlich. Finde Teddybären, die müssten eigentlich auffindbar sein hier aus dem Stegreif. Warum ist hier eigentlich eine Kante drin? Guck mal hier, das ist irgendwie falsch geschnitten. Das müsste weiter unten sein. Das ist, glaube ich, nicht sauber kopiert hier. Nanu? Wo ist der letzte Teddybär? Das ist keiner. Da ist nix. Ich dachte, da ist einer. Im Fenster steckt. Da siehst du, er ist doch so nah und doch so fern. Und anscheinend hat dasselbe schreckliche Schicksal auch unsere Vase erteilt. Ich hätte sie ja als einen hoffnungslosen Fall abgeschrieben, aber ich habe gesehen, was du leisten kannst. Daher denke ich, dass sie bei dir in guten Händen ist. Das ist sie. Allerdings bekomme ich so langsam das Gefühl, dass die Einwohner nicht sehr sorgfältig mit ihren Antiquitäten umgehen, angesichts der vielen Restaurierungen, die ich hier bereits durchgeführt habe. Aber in der Not schmeckt jedes Brot. Ich hole meine Ausrüstung. Vom Arbeitsaufwand her sollte dieses Projekt mit der Restaurierung des Tellers in der Bäckerei vergleichbar sein. Den hast du zusammengesetzt? Eigentlich überrascht mich das ja nicht. Ich hole mir dort jeden Morgen meinen Schokoladencroissant. Boah, Schokoladencroissant, jetzt kriege ich Hunger. Dagegen hätte ich jetzt auch nichts einzuwenden. Ja, sage ich doch. Okay. Dann gehen wir hier hin, zum Buchladen, und dann gehen wir dahin. Hallo Maria, ich müsste mir wieder ein paar Bücher leihen. Worüber stellst du denn dieses Mal Nachforschung an? Vasen aus demselben Zeitraum, vielleicht etwas früher, und ein Buch über die Schätze der Habsburger und anderer Familien hier aus der Gegend. Was springt für mich dabei raus? Das ist ja nicht gerade eine Bibliothek hier.
Das Schild draußen sagt ganz deutlich, dass wir ein Buchladen sind. Ich leide ja gerne die ein oder andere alte Schwarte, aber letztendlich muss ich auch meine Rechnung bezahlen. Also wenn du auf Romantik stehst, dann habe ich eine tolle Geschichte für dich. Okay, jetzt zahlen wir mit Geschichten, oder wie, oder? Auch nicht schlecht. Da ist ein Lesezeichen. Okay, wo fangen wir jetzt mal an? Kartonmesser. Ist das nicht ein Cuttermesser? Wenn ich sicher, Filmklappe. Was haben wir noch? Wachssiegel, Schultafel. Da ist das hier. Boah, ich bin gerade so überwältigt. Wir haben so viel Bücher hier. Die Überwachungskamera ist hier. Die fällt auf jeden Fall auf. Das Euro-Symbol fällt auch ziemlich auf. Ein Fernglas liegt auch hier oben. Ein Grammophon fällt auf jeden Fall auf. Drei Feuerzeuge. Hier ist ein Feuerzeug schon mal. Da ist noch eins. Feuerzeug Meißel. Das ist ein Wachsiegel. Okay. Feuerzeug ist hier. Schädel ist dort. Die Schultafel. Wo versteckt sich die Schultafel? Da oben. Kartonmesser, Netzteil und Meißel. Kartonmesser. Wo würde ich das denn hinlegen? Das Netzteil ist hier unten rum. Da brauche ich zum Beispiel das Netzteil. Okay, was brauchen wir hier? Ein Boot. Da. Nehmen wir das doch mit. Eine Chilischote brauche ich auch noch. Und ein Kartonmesser? Müsste hier eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Das ist kein Kartonmesser, das ist ein Meißel. Und wo versteckt sich das Kartonmesser? Hier sind ganz schön viele Ringschirme. Da, da, da. Das ist aber nicht das, was ich suche. Ein Kartonmesser darf es doch noch bitte sein. Wo haben wir es denn? Ich sehe es nicht. Boah, es ist versteckt. Okay, das war fies. Eine Glühbirne und eine Chilischote müssen wir noch finden. Wo denn? Können wir hier irgendwas öffnen? Schubladenmäßig? Nee. Die Tasche? Auch nicht. Die Tasche? Auch nicht. Da irgendwas? Schrankmäßig? Nein. Die Glühbirne und die Chilischote sind nicht zu sehen. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwas machen. Den Fernseher auch nicht. Okay. Radio brauche ich nicht. Was habe ich denn? Wo habe ich denn hier was? Wir müssen irgendwo draufklicken. Da ist auch nichts drin? Nee. Die Glühbirne und die Chilischote muss irgendwo anders sein. Was habe ich denn hier angeklickt, dass ich da ein extra Bild hatte? Boah, ich weiß es nicht mehr. Da ist nichts. Ich hätte da damals hingeklickt, glaube ich, ne? Chilischote und Glühbirne. Da auch nicht? Nee. Die sind hier nicht drin. Oder muss ich hier wechseln? Nee. Muss ich nicht. M-Ware Fusion. Okay. Was muss ich denn... Ein Buch vielleicht? Nee, auch nicht. Ich habe ein Lesezeichen. Das heißt eigentlich ein Buch. Wir brauchen ein Buch. Die Frage ist, was für eins hier? Es muss irgendwo ein Buch geben, was wir lesen können. Das einzige Buch, was ich sehen würde, wäre das da. Das hier. Ah, okay, da unten das Buch. Was? Das ist doch das Buch. Okay, ich muss ganz nach unten gucken. Mal gucken. Die Glühbirne ist hier und die Chilischote ist da. Da halte ich es für möglich, dass Frau Harcourt jemand anderen als den Grafen aus den Briefen geheiratet hat. Das ist ja eine heiße Nummer aus dem 19. Jahrhundert. Ich weiß nicht, wer letztendlich ihr Ehemann wurde, aber sie hat jemanden geheiratet und dessen Namen angenommen. Das kommt ungefähr hin, aber du und mein Vater sagten neulich, dass die Harcourts hier sehr viel Einfluss hatten. Gibt es denn vielleicht einen anderen Harcourt mit Nachwuchs? Nein, das haben wir ausgeschlossen. Wir wissen, dass Ophelia ein Einzelkind war. Hältst du es für möglich, dass Ophelia uneheliche Kinder hatte? Es würde erklären, warum sie den Namen Harcourt tragen und die Antiquitäten geerbt haben, die letztendlich die Harcourt-Sammlung wurden. Aber jetzt muss ich herausfinden, welche Rolle der Grab und der geheimnisvolle Künstler bei all dem spielen. Ich werde die Vase wieder zusammensetzen und sehen, ob ich so neue Hinweise bekomme. Die Geschichte ist einem ziemlichen... Was?
Die Geschichte ist einen ziemlich großen Rabatt wert. Bar oder mit Karte? Karte, ein Versuch war's wert. Tja, wir mussten also doch bezahlen. Naja gut, wir gucken mal, Ergens Imperium. Brad, bist du das? Hier in Ergens Imperium? Ja, der unübertroffene Brad Chadwick. Ich sehe mir Antiquitäten an. Suchst du nach einer weiteren Schatzkiste, Sabrina? Kann diesbezüglich einiges vorweisen. Ehrlich gesagt sehe ich mir diese Gemälde an. Ich wurde losgeschickt, um lokale Kunst zu kaufen. Mein Boss im Tourismuszentrum ist nicht davon überzeugt, dass Treffenburg ein Kunsthotspot ist. Und wir haben einen Konferenzraum mit 4 sehr kahlen Wänden. Darum dachte ich, warum also nicht? Die gute Frau Ergen ist losgezogen, um Rahmen für sie zu besorgen und hat mich mit dem Papierkram zurückgelassen. Sätze mit Papieren ergeben die Gemälde keinen Sinn für mich. Ich habe ein Händchen für Kunst, lass mich mal probieren. Uff, okay. Das kann ich nicht wechseln, das heißt, du musst dahin. Wow, okay. Na, das wird ja spaßig. Das kommt dahin, das kommt dahin. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ein Händchen für Kunst. Ich hab noch keine Ahnung, was das werden soll. Also das kommt auf jeden Fall schon mal hier hin, das wissen wir schon mal. Das haben wir schon mal. Das passt hier noch nicht hin. Das heißt, das muss wahrscheinlich weiter rüber. Ne, du musst hier hin, auf diese Seite. Okay, dann machen wir das doch. Siehste, jeder Ding ist ein Treffer. Na, das war jetzt kein Treffer. Tja, jetzt bin ich gerade überlegen, wie mache ich das jetzt? Hier muss noch was Grünes hin. Da kommt die Hand hin. Da kommt das hin. Das kommt da hin. Hier kommen noch 2 Sachen hin, die, das hier, ne? Okay. Okay, das Bild ist fertig. Boah, was ist das denn hier? Ein Schiff? Das ist ein Schiff, ne? Das passt nicht. Das ist einfach ein Schiff. Okay. Das passt noch nicht. Das muss dahin vielleicht? Jo. Was ist das denn dann? Die kann ich alle noch bewegen, das heißt, das ist nicht richtig, ne? Okay, das passt nicht. Kann ich dich dahin? Ne, da kann ich dich nicht hinsetzen. Okay, du musst dahin. Das passt. Also so rum müssen wir es bauen, okay. Unterteil von dem Schiff? Nein, das passt nicht. Das kommt dann nach oben. Nein, nach oben passt es auch nicht. Puh, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Das passt, okay. Das passt nicht. Was ist das denn für ein Teil hier? Das passt auch nicht. Ich bin gerade überlegen, wo das hinkommt. Hier so ein rotes Ding. Das kommt dahin, das sind noch so Wellen. Das kommt dahin, okay, das sind Fässer. Das kommt dahin. Dann kommt das dahin, alles klar. Jetzt fügt sich das langsam so ein bisschen zusammen. Okay, das kommt dahin. Hier muss es dunkler werden. Okay, das passt nicht. Na nu. Oh, das kommt dahin, okay. Interessant. Jetzt muss hier was Bläuliches hin, jo. Das passt, das passt. Jetzt müssen wir das hier noch zusammensetzen. Okay. Was kommt da? Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, das tut mir leid. Ich versuche das gerade ein bisschen zusammensetzen. Wir haben es geschafft. Also laut den Unterlagen ist dies ein Gemälde eines Händlers, der sein Geschäft in Treffenburg angesiedelt hat. Davor besaß er eine Galeone, aber als das Schiff in einem Sturm kam, wurde er in der Nähe von Triest ans Ufer gespült. Er beschloss, die Gegend zu erkunden und landete in Treffenburg. Als er genug Geld hatte, reiste er wieder nach Hause und etablierte eine Handelsroute mit der Stadt. Außerdem lud er seine Familie und Freunde ein, die Stadt mit ihren friedvollen Ausblicken und freundlichen Leuten zu besuchen. Friedvolle Ausblicke und freundliche Leute? Das könnte eine Zeile aus einer Tourismuswerbung sein.
Denkst du, dass der alte Händler etwas dagegen hätte, wenn ich sie stehle? Das hätte er sicher nicht. Diese Vase verdient es, in einem Museum ausgestellt zu werden. Ich habe sie als Teil der Sammlung katalogisiert. Wenn die andere zerbrochen war, war es dann ein Unfall? Oder wurde sie absichtlich zerbrochen? Irgendetwas stimmt hier nicht. Hat Freifrau Harcourt etwas getan, was ihre Familie beleidigt und verletzt hat? Hat sie ihre eigene Vase zerbrochen? Oder war das ein gewöhnlicher Unfall? Sie ist wieder da. Hast du alle Vorräte bekommen? Ich habe in der Kunstschule angerufen und sie gebeten, dir nichts in Rechnung zu stellen. Sie haben mir einfach alles gegeben, Pierre. Was für eine tolle Überraschung. Außerdem habe ich den Rest meiner Ausrüstung hier. Wunderbar. Hoffentlich hast du nichts gegen Zuschauer. Ich habe einige Studenten hier, die dir nur allzu gerne auf die Finger schauen möchten, wenn du die Vase wieder zusammensetzt. Immer gerne, aber nur, wenn es nicht ihre Schuld ist, dass die Vase in diesem Zustand ist. Okay. Jetzt geht's hier los. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen die Bruchstücke auseinanderfriemeln. Okay. Wir müssen Platz haben. Boah, die sieht aber echt schon ein bisschen fertig aus. Also, die hat's ja echt zersägt hier, muss ich zugeben. Okay, fangen wir mal wieder irgendwo an hier. Wo kommt das denn hin? Da unten, das ist ein Fuß, okay. Was kommt da hin? Was kommt da hin? Was kommt da hin? Das weiß ich noch nicht genau. Das kommt schon mal da hin. Das ist etwas, was nach oben gehört, hier würde ich sagen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier unten ein bisschen was zusammenkriege, so. Da kommt was in die Mitte, glaube ich, noch, ne? Kann das sein? So. Das kommt dahin. Ja, da muss irgendwas in die Mitte auf jeden Fall. Okay, das kommt dahin. Das kommt dahin. Jetzt wird es interessant. Das kommt nach unten. Das kommt da. Nicht hin. Okay, das können wir nicht ansetzen. Interessant. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier zusammenbauen. Wie passen die denn hier rein, die Sachen? Ah, okay, das macht jetzt Sinn. So rum. Das kommt viel weiter unten hin, als ich gedacht habe. So gibt das Ganze doch einen Sinn. Okay. Wow, okay. Das sollte das letzte Teil gewesen sein. Jetzt muss alles noch versiegelt werden. Ich muss schon sagen, Mia, dass ich sehr beeindruckt bin. Die Vase ist wieder in einem tollen Zustand. Lass sie mich kurz fotografieren. Die Studenten der Kunstschule werden sie nachbauen. Schade, dass wir nicht ihr Gegenstück finden konnten. Es war wahrscheinlich vor langer Zeit verloren gegangen. In Treffenburg gibt es einen alten Brauch, was Vasen angeht. Oh, was muss ich in meinen Notizen übersehen haben? Kannst du mir das näher erklären? Gerne. Einige Studenten haben mir kürzlich davon berichtet. Die an Familien in Treffenburg hatten immer zwei Vasen. Sie wurden von der Mutter an die Tochter weitergegeben. Die erste bekam die Tochter bei ihrer Hochzeit und die zweite beim Tod der Mutter. Rund um die Vasen gab es viele Aberglaube. So war es ein schlechtes Omen, wenn eine Vase zerbrach. Natürlich können wir unmöglich wissen, ob diese Vase versehentlich oder absichtlich zerbrach. Das sind sehr interessante Informationen, Pierre. Du hast mir schon viel eher davon erzählen sollen, was denn los heute. Ich hatte Angst, dass du nicht bleiben würdest, um die Vase zu reparieren, wenn ich das getan hätte. Da ist sie wieder. Wenn sie so aussehen würde nach der Reparatur, wäre das schon ein bisschen krass. Okay, wir sind schon bald durch. Und noch drei Kapitel und dann haben wir es echt geschafft. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Es geht gut voran. Heute war ein bisschen, naja, die Episode ist ein bisschen bonkers heute mal. Schauen wir mal, wie es im nächsten Kapitel weitergeht. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!